Guten Tag, Leute. Nochmal zurück, alle. Was war das für ein schönes Let's Play, oder, Leute? Aber war irgendwie dann plötzlich sauschnell rum, Leute, fand ich. Das muss man schon ehrlich sagen. Es war schnell vorbei dann am Ende. Dass man noch gedacht hat, vielleicht gibt's noch ein paar Aufgaben. Nein, es gab keine Aufgaben. Ihr wundert euch jetzt dann bestimmt, warum ich den. Aber ich habe gedacht, es passt eigentlich gut für einen schönen Abschluss, Leute. Und da würde ich echt nur sagen, es war richtig schön. Es war knackig, die Aufgabe war alles sau ruhig gut und es hat immer Spaß gemacht zu spielen. Das war gut. Und halt die Charaktere waren halt auch immer cool. Das fand ich auch so ziemlich mega. Und dann war, das könnte man auch sagen, war auch immer noch sau gut. Wie man so denkt, Leute, das war wirklich nicht schlecht, Leute, muss man ehrlich gesagt sagen, Leute, es war richtig gut gemacht, so alles, was so abging, alle, und dann halt mit den Charakteren von Star Wars Universen waren, und dann sie war gut, Yoda leider nicht, oder, mir ein paar gesehen, mit alle leider, aber, ihn haben wir ja gefunden, Leute, mit dem Sie haben wir ja, mit ihm haben wir ja gekämpft. Er hat leider auch ein bisschen mit und das war nicht so schön. Ja, und das waren halt immer die leider und das waren halt immer so ein bisschen das kleine Probleme. Muss man ehrlich sagen, und auch. So war es halt gut, es war nicht schlecht. Und immer war es gut. Das fand ich am besten im Spiel. Man hat viel Aufgabe gehabt und man. Und es war da halt noch viel und das war halt noch und da war. So kann man sagen, es war beides richtig gut. Und so kann man sagen, das Spiel war mega. Muss man ehrlich sagen, Leute. War ein kurzes Spiel, nicht lang. Es waren, glaube ich, so 25 Folgen, glaube ich, oder so müssen es, glaube ich, geworden sein, oder so, in der Richtung, Leute. So 25 oder so ein paar Folgen. Waren etwa, waren schöne Folgen, muss man ehrlich sagen. Hat richtig Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen. Aber Leute, man freut sich danach immer, wenn ein Spiel neu, immer das Spiel fertig hat und dann neue Spiele machen kann. Bei der Wiederbelebung oder der zweite Teil von dem Spiel, was bin ich, naja, fand ich nicht ganz so immer. Aber dass sie getötet wurde, das ist halt richtig schade für Abschluss. Dass sie beide Eltern halt gestorben sind und sie halt jetzt alleine kämpft. Aber ein Vorteil, sie hat ja noch einen Freund mitgenommen, denn die Akkad haben, die immer zusammen gekämpft haben. Das war ja das Beste, fand ich. Das war das Beste. Das muss man ehrlich gesagt sagen. Das war das Beste, fand ich ehrlich gesagt. Das war das Beste. Das macht er so gerne. Ah ja, so kann man sagen, Leute. Das Beste war so. Aber Leute, es war auch manchmal richtig schön, manche Sachen. Ja, manche Aufgabe war ein bisschen seltsam, fand ich, Leute. Das muss man sehen. Wieso? Seltsam. Aber die waren gut, manche. Man hat halt viele Aufgaben gelöst, das war wichtig, fand ich. Und die ganzen Truppler, die waren richtig gut. Das war nicht schlecht, Leute, muss man ehrlich gesagt sagen. Ja, das war das Beste und da fand ich dann so cool. Manche Sachen hätte man besser machen können. Ja, stimmt. Man hätte weniger sterben können. Das war wirklich weniger sterben hätte man können. Aber so war es halt toll. Es war halt nicht schön gewesen. Aber es war ein schönes Let's Play. Man muss sagen, schönes Let's Play, Leute. Schnelles, kurzes Spiel, was immer gut ist meistens. Und das war immer das Beste. Immer schön, ruhig. Und ja, genau.
Oder? Zack. Genau. Genau, was er sagt, Leute. Genau, und er, der Imperator, Bunny, sie, er. Und sie halt eine der Inferno-Trupplerinnen. Das war echt. Ja, das war nicht schlecht, Leute. Das war eine richtig gute Sache, muss man sagen. Ihr könnt ja nur. Hier sind noch ein paar Fähigkeiten, wo man dann noch machen kann, Leute. Schauen wir uns natürlich auch noch kurz an, Leute, würde ich sagen, jeden einzelnen Mann. Denn mehr gesammelt haben, Leute, muss man jetzt auch sagen, Leute. Leider, ja, das sind wir nicht schön. Da hat weder Negan die coolen, Sau die Kultfiguren, Leute, von vielen Leuten die Kultfiguren. Han Solo, alle. Ja, und so kann man es sagen, mega gut und alles und jedes. Yoda natürlich. Ja, Yoda ist natürlich die Nummer Uno, finde ich. Sie, die, ach, kann man auch sagen, wow, bam. Auch eine gute Charakterin. Das Maul, alle, den fand ich irgendwie richtig cool, da hat was in Das Maul. Der war cool, der Das Maul. Natürlich Luke Skywalker. Alles schön, ja, Luke. Immer die Luke. Ja, mit guten Damen, mit schöner Darstellung, Leute. Leia, natürlich Leia. Ja, leider lebt die Darstellerin leider nicht mehr. Das ist vorher. So heftig, Leute, dass sie nicht mehr lebt. Er. Ja, unser Lando, der Lando, oder Leute? Ja, würde ich mal sagen. Dann halt, Kelly Rand. Dein Schwert finde ich mega. Das Schwert sieht so cool aus. Muss man ehrlich sagen. Das, ja. Ja, das ist. Muss man ehrlich sagen, es ist nicht schlecht manchmal. Nee, Alter. Wow. Ah, guter Charakter, man. Geil. Cooles Outfit, muss man schon sagen. Sind echt. Oder. Oh. General. Also der mit seinen vier Schwertern ist. Ja, mit den vier Schwertern ist so mega gut gemacht. Und natürlich eine der Legenden, Obi-Wan Kenobi. Ja, und hier ein Alt-Jedi-Meister, ein Alt-Jedi-Meister sozusagen. Er war der einzigste Schüler vom Großmeister Yoda. War nicht Luke Skywalker nicht noch so ein Schüler? Und hat die Anakin Skywalker. Und der Vater vom Luke, Leute, ja, oh mein Gott. Und hier, der ist auch cool, fand ich alle, ja. Der ist auch der Beste. Der ist immer der BB. Ach, Alter, das waren schöne Dinge. Dann gucken wir hier noch den Boba Fett. Boba Fett Schiff. Ja, das sind, und jetzt gucken wir noch ein bisschen die Schiffe von denen an. Und Deadmau5 die Waffen. Das Schiff von ihm. Das sieht richtig nice aus. Dann noch das Outfit. Das,
Das kann man so sagen, Leute. Richtig schön gemacht. Und muss man dann das ursprüngliche Schiff von dem Millennium Falcon. Also mit dem Millennium Falcon zu fliegen war auch mega, fand ich. Dann Zeit von Keore. Das war auch richtig gut, muss man ehrlich sagen. Dann ihn noch. Der dunkle, sozusagen der kleine dunklere. So, jetzt haben wir noch den Darth Vader's Schiff. Darth Vader's Fluggerät, Leute. Mega. Luke Skywalker's Outfit. Schiff. Alla, Luke. Dann auch noch ein Anna. Boah. Also ich finde die Flugzeuge richtig nice. Das legendäre Yoda-Mobil, Leute, das, wo Yoda drin mit dabei war. Und noch zwei, und jetzt. Das ist auch ein schönes, muss man sagen. Ja. Und dann das letzte. Ihr Schiff. Ida, so. Idas Schiff, so Leute. Aber ich würde jetzt ehrlich sagen, Leute, wir machen jetzt für heute Feierabend. Ich freue mich aufs nächste Let's Play, was nach Star Wars. So werden wir Shadow of Tomb Raider spielen. Und Leute, ich hoffe, dass euch das Let's Play gefallen hat. Und ihr auch beim nächsten Let's Play bei Shadow of the Tomb Raider dabei seid. Ich würde sagen, somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.